Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Campus TV. Wir sind das studentische Hochschulmagazin der Uni Bielefeld. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das sind heute unsere spannenden Themen. Klug gereist. Couchsurfing als Alternative zum Hotel. Voll tätowiert. Körperkunst statt Unifrust. Kreativ gereimt. Unser Veranstaltungstipp für den November, der 4. Hörsaal-Slam. Mittlerweile sind wir im tiefsten Winter angekommen. Sehnt ihr euch da auch den Sommer zurück? Da wäre doch ein kleiner Urlaub genau das Richtige. Ich habe für euch den Selbstversuch gestartet und eine alternative Reisemethode getestet. Couchsurfing wird mittlerweile von 4,8 Millionen Couchsurfern weltweit genutzt. Wie das genau funktioniert, das seht ihr jetzt. Ich würde gern mal wieder in den Urlaub fahren, am liebsten nach China. Aber Hotels sind mir eigentlich viel zu teuer. Couchsurfing kommt da schon eher in Frage. Also mache ich mich im Internet auf die Suche. Ich bin aber total überfordert. Deshalb habe ich Simon getroffen. Er hat schon viele positive Erfahrungen mit Couchsurfing gemacht. Es ist einfach halt ziemlich cool, wenn dich Leute so einfach, ohne dich zu kennen, bei sich zu Hause aufnehmen. Am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Bammel, wie wird das, wenn ich die gar nicht kenne. So. Aber wir haben irgendwie nur coole Erfahrungen gemacht. Ich kann ein bisschen was erzählen. So, wir hatten, als wir in der Türkei ankamen, in Istanbul, einen Couchsurfer, der uns direkt vom Flughafen abgeholt hat. Doch Simon hat mir auch erzählt, dass es nicht nur positive Seiten an dem Couchsurfing-Portal gibt. Ja, also es ist jetzt gerade aktuell ein bisschen schwierig mit dieser Änderung der Nutzungsbedingungen, dass praktisch alle Daten, die dort eingespeist werden, Eigentum dieser Firma werden. Das heißt, von meinen Hobbys bis zu den Fotos können die alles verkaufen. Das steht auch so ausdrücklich dort drin. Für Simon überwiegen trotzdem die positiven Aspekte der Couchsurfing-Seite. Bei Couchsurfing sind einfach die meisten Leute. Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile fast in jedem Land irgendwelche Menschen, die da ihre Couch zur Verfügung stellen. Und es ist eine ganz andere Art zu reisen. Also man lernt viel mehr das Land kennen und hat einen ganz anderen Zugang. Also ich würde es, glaube ich, fast uneingeschränkt empfehlen. Dann hatte er noch drei super Tipps für mich. Man muss, glaube ich, ziemlich offen sein, weil man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. So. Also wie die Leute drauf sind, ob die zum Beispiel jetzt politisch mit mir irgendwie eine Weltsicht teilen oder was ganz anderes denken. Die Privatsphäre, glaube ich, von den Leuten zu respektieren, sodass man sich halt immer wieder klar macht, okay, ich bin jetzt im Schlafzimmer von diesen Menschen und da halt vielleicht nicht irgendwie die Sachen überall verteilen und sowas. Worüber sich Leute auch immer freuen, ist, wenn man in den Anschreiben Bezug nimmt auf ihr Profil und nicht einfach sozusagen Kettenbriefe rumschickt, weil sich dann viele ausgenutzt fühlen. So. Simon hat mich ermutigt, mit Couchsurfing zu reisen. Ich schicke einem Couchsurfer aus China eine Couch-Anfrage. Lee war sogar schon einmal in Deutschland und hat hier an einer Uni studiert. Und abschicken. Jetzt heißt es für mich, Reiseunterlagen ausfüllen und Sachen packen. Nun weiß ich, worauf ich mich beim Couchsurfing einlasse und freue mich riesig auf China. Wenn ihr Lust bekommen habt, mal auf einer fremden Couch zu übernachten, dann schaut doch mal auf der Internetseite www.couchsurfing.org vorbei oder nutzt Alternativen wie glavela.de oder bewelcome.org. Wenn man gerade nicht in den Urlaub fahren kann, dann liegt das meist am Unistress. Da kann man schon ganz schön den Durchblick verlieren. Meist geht das aber wieder vorbei und man schafft die Klausuren doch noch. Was aber, wenn man das alles gar nicht mehr will? Genau darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Jens Gößling ist ein passionierter Tätowierer aus Bielefeld und hat sein Modestudium für den Traum vom eigenen Tattoo-Laden an den Nagel gehangen. Die Tätowiernadel ist das Arbeitswerkzeug von Jens. In seinem Studio in Bielefeld steht er fast täglich und kümmert sich um die Wünsche seiner Kunden. Seit mehr als einem Jahrzehnt sticht er kleine Kunstwerke mit Tinte und Nadel und verschönert damit sämtliche Körperteile.
Doch der 39-Jährige hat auch noch andere Leidenschaften. Schon von klein auf interessiert er sich für Mode. Deshalb entschied er sich neben seiner Ausbildung zum Tätowierer, ein Modestudium in Bielefeld zu beginnen. Ich hätte das Tätowieren nie aufgegeben, es war nur einfach Neugier. Und dann habe ich halt parallel, habe ich halt einfach mal auf gut Glück eine Mappe gemacht und habe mich beworben. Und dann ja, wurde ich halt sofort genommen irgendwie und dann habe ich das halt parallel gemacht. Und das war natürlich sehr stressig, dass man neben dem Studium hatte ich den Laden noch und ich habe dann halt nicht um 11 angefangen, sondern dann irgendwie je nach Kursen um 2 oder um 4 und habe dann halt nicht bis 9, sondern teilweise bis 12 Uhr nachts gearbeitet. Neben dem Hantieren mit der Tätowiernadel gehört für Jens seit vielen Jahren der Umgang mit Stift und Papier zu seinen liebsten Tätigkeiten. Während des Studiums arbeitete Jens bereits in einem Tattoo-Laden. Nach 2 Semestern entschied er sich ganz für seine Arbeit als Tätowierer und hing die Modekarriere an den Nagel. Und zurück zur Uni? Das kommt für Jens nicht in Frage. Seine Studienzeit bereut er trotzdem nicht. Ich bin halt froh, wenn man halt einfach Sachen auch abhakt für sich. Und jetzt habe ich das abgehakt, also nicht die Schule oder irgendwas, sondern einfach, dass ich wusste, okay, das hat mir Spaß gemacht und ich glaube, hätte ich das früher gemacht und hätte mich nicht fürs Tätowieren oder für die Musik entschieden, hätte ich da bestimmt auch irgendwie meinen Weg gemacht, aber jetzt ist quasi dieser Dämon weg. Obwohl Jens sein Studium abgebrochen hat, ist er dennoch froh, es versucht zu haben. Schließlich ist er heute glücklicher Inhaber eines Tattoo-Studios und erfolgreich damit. Ein Studienabbruch muss also nicht unbedingt ein Misserfolg sein. Dadurch, dass er erkannt hat, was er nicht möchte, hat Jens zu seinem Traumberuf gefunden. Tja, ob man das Studium nun abbricht oder nicht, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Dazu haben wir heute noch einen Spezialisten im Studio, Herrn Martin Griepentrog von der Agentur für Arbeit. Herzlich willkommen, Herr Griepentrog. Hallo. Ja, Sie arbeiten ja auch in der Beratung. Mit welchen Problemen kann ich denn zu Ihnen kommen? Mit allen Problemen, die sich auf die berufliche Zielsetzung während oder nach dem Studium bezieht. Also was werde ich mit dem Studienabschluss beruflich tun? Oder auch die Frage, über die wir jetzt ja sprechen wollen, was tue ich, falls ich mein Studium nicht erfolgreich beenden werde? Okay, und was sind die häufigsten Gründe für einen Studienabbruch? Es gibt ganz verschiedene, aber wir wissen aus unserer Erfahrung, aber auch aus Untersuchungen, dass 3 Gründe im Vordergrund stehen. Der häufigste Grund sind Leistungsprobleme. Das ist bei einem knappen Drittel der Abbrecher der tragende Grund. Dann gibt es 2 weitere Gründe, die bei ungefähr einem Fünftel bedeutsam sind. Das sind Motivationsprobleme und es sind Finanzierungsprobleme des Studiums. Und wie sieht so eine Beratung dann konkret aus, wenn ich zu Ihnen komme? Es kommt auf die Ausgangslage an. Wir nehmen mal 2 Beispiele. Wir nehmen mal das Beispiel 1. Der Ratsuchende weiß noch nicht genau, ob er das Studium wirklich abbrechen soll oder nicht. Und er braucht konkrete Alternativen, um sich entscheiden zu können. Das ist im Grunde eine klassische berufliche Orientierungsberatung, die in der Regel mehrere Gespräche umfassen muss. Ausgangslage, Talente und Neigungen, Ideen, die dem zugeordnet werden und Recherche und Bewertung der Ideen. 2. Fall. Ein Ratsuchender hat sich schon definitiv entschieden, das Studium zu beenden und möchte über konkrete Alternativen beraten werden. Das ist dann eine eher informatorische Beratung. Okay, und wie sieht das aus, wenn man jetzt zu Ihnen in die Beratung kommt? Haben Sie da irgendwelche Zahlen, wie viele nach der Beratung dann doch nicht abbrechen oder kann man das gar nicht so genau beziffern? Das können wir nicht nachhalten. Beratung ist freiwillig bei uns auch und Beratung kann in unterschiedlicher Länge in Anspruch genommen werden. Das richtet sich aber nach dem persönlichen Beratungsbedarf des Ratsuchenden. Wir können lediglich von der kleineren Teilgruppe, die bei uns weiter betreut wird als Ausbildungsbewerber, dann sagen, wer kommt von denen in eine Ausbildung? Das sind fast alle. Okay, und also haben Sie schon das Gefühl, also jetzt persönliches Gefühl, dass das vielen Studierenden schon was bringt und sich vielleicht doch nochmal umentscheiden dann? Wenn es ganz tragende und wichtige Gründe gibt, ist eine Neuorientierung sehr wichtig. Es gibt in solchen Fällen oftmals geradezu einen psychologischen Aufbruch, aus einer schwierigen Situation befreit zu sein. Ich erlebe aber auch in gar nicht wenigen Beratungen, dass durch die Beratung geklärt wird, das Studium doch weiterzuführen,
oder ein anderes zu beginnen. Das wäre kein echter Studienabbruch, sondern ein Fachwechsel. Und das kommt auch vor. Okay, ist eine super Sache, dass Sie die Studierenden so kompetent beraten. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Gerne. Ende November wird an der Uni Bielefeld wieder gereimt und getextet, was das Zeug hält. Campus TV und das Ästhetische Zentrum veranstalten zum vierten Mal den Hörsaal-Slam. Bisher waren die Veranstaltungen immer ein voller Erfolg. Was euch beim Kampf der Poeten genau erwartet, das zeigen wir euch jetzt. Wahnsinn. Benjamin Blümchen gehasst, diesen schnappatmenden, fetten Scheißhaufen, dieses Und so, da ist eine Blume. Siri? Nee, 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 nee. Kneif mich mal, Carla! Dichten, rappen, flüstern und schreien im Hörsaal. Und das zum Teil mit vollem Körpereinsatz. Wo Studenten sonst eher trockener Wissenschaftstheorie lauschen, Gelegenheitstourette, bringen Poetry Slammer das Publikum zum Toben. Die Campus TV Hörsaal Slams sind schon lange mehr als ein Geheimtipp. Mehr als 1200 Zuschauer strömten beim letzten Hörsaal Slam Anfang Mai in die Uni Bielefeld, um den Wettkampf der Poeten zu verfolgen. Der Poetry Slam ist eine moderne Dichterschlacht, wo mehrere Poeten gegeneinander antreten mit eigenen Texten. Und ja, jeder hat 5 bis 7 Minuten Zeit und alles ist erlaubt. Den Sieger des Wettstreits bestimmt das Publikum durch Punktetafeln und Applaus. Ende November geht der beliebte Hörsaal-Slam bereits in die 4. Runde. Die Idee, Poetry Slammer in Hörsäle der Uni Bielefeld zu bringen, hatte Sven Stickling. Selbst Slammer und langjähriger Mitarbeiter bei Campus TV. Schon der erste Hörsaal-Slam im Frühjahr 2011 war ein voller Erfolg. Wir mussten ja unglaublich viele Menschen sogar nach Hause schicken. Wir hatten 300 Plätze. Da haben wir schon vorher gesagt, es wäre cool, wenn wir die voll kriegen. Aber dann waren die Treppen voll, es war vorne alles voll. Und es waren, glaube ich, 500 Leute in diesem Hörsaal, der eigentlich für 300 Leute ausgelegt ist. Was wow ist, was ich überhaupt irgendwie, ich bin selbst total begeistert darüber. Und deshalb war es einfach ein fantastischer Abend. Mittlerweile finden die kultigen Dichterwettkämpfe im Audimax statt, im größten Hörsaal der Uni Bielefeld. Organisiert und dokumentiert werden die Slams einmal pro Semester von Studierenden des Seminars Campus TV. Das halte ich nur für einen Freund, das ist nicht meins. Wer an der Uni Bielefeld studiert und mitmachen will, kann sich anmelden. Das Besondere an Campus TV ist ja, dass alle Studenten teilnehmen können. Es ist geöffnet für Studenten aller Studiengänge. Und von daher herzliche Einladung, kommt vorbei, macht mit. Die Planungen für den nächsten Hörsaal-Slam laufen bereits. Am 29. November performen 8 bekannte Slammer aus ganz Deutschland wieder um die Wette. Los geht's um 20.30 Uhr im Audimax. Der Eintritt ist frei. Auf, doch was geschieht? Steht da vorne wirklich ein Mann mit Zähnen wie ein Wolf und Fell wie ein Pudel? Ich habe versucht, mich an das erste Buch meines Lebens zu erinnern. Hat das geklappt? Nein! Hat das geklappt? Nein! Hat das geklappt? Nein! Bei diesem tollen Event in der Uni sind natürlich auch alle Nichtstudenten herzlich willkommen. Außerdem könnt ihr euch Mitte Dezember auf eine spannende Sondersendung zum Hörsaal-Slam freuen. Die könnt ihr dann auf unserer Homepage, bei Facebook oder bei EnerVision anschauen. Für heute war es das aber erst einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Sendung wieder dabei. Bis bald und tschüss!